Das hier ist Debbie, der kleine Carnotaurus. Debbie lebt zusammen mit ihren Eltern und ihren Geschwistern in einer Gruppe und diese waren gerade erfolgreich auf Jagd. Und deswegen wird jetzt auch erstmal gegessen. Der Kano wird sich auch richtig häufig von euch in den Kommentaren gewünscht. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wir sind leider nur mit unseren beiden Geschwistern in einer Gruppe. Das heißt, wir können die Namen von unseren Eltern nicht sehen. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass der Kano maximal zu dritt in einer Gruppe sein kann. Deswegen haben wir das Ganze halt so ein bisschen getrennt. Und wir befinden uns hier auch gerade mitten in einem sehr gefährlichen Gebiet. Hier sind auch schon überall Trodon-Schreie. Deswegen müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir in der Nähe von unseren Eltern und unserem Onkel bleiben. Oh nein, ich habe mich übergeben. Das ist gar nicht gut. Jetzt fehlt uns natürlich wieder ganz viel Diät, Nahrung und Trinken. Ich habe da wohl gerade irgendwas Falsches gegessen oder so. Oh, hier liegt was. Ich glaube, die beißen jetzt die Organe raus, oder? Oder was machen die da? Oh, sehr gut. Oh, danke schön. Oh, dann können wir unsere Diäten jetzt auffüllen. Ich glaube, das ist das S hier, ne? Ne, das ist das andere Symbol. Okay. Oh, das ist ja richtig gut. Und das ist das S. Oh, dann haben wir gleich alle drei Diäten. Oh, unsere Eltern sind die Besten. Jetzt haben wir richtig gute Voraussetzungen. Oh, das ist ein Croc. Ja, die Eltern verteidigen uns, glaube ich. Oh, ich habe richtig Angst gerade gehabt. Es war aber unser Geschwisterchen neben uns. Egal, wir müssen ein bisschen noch durchziehen. Ein bisschen mehr Trinken brauchen wir noch. Na, da ist noch ein Croc. Oh, danke schön fürs Verteidigen. Die Gedärme werden auch wieder rausgeschüttelt. Ich sehe halt wieder die Symbole nicht. Keine Ahnung, was dieses verrottete Symbol da heißt. Ist das irgendwie, sind das die Gedärme? Ich weiß es nicht. Das müssen wir unbedingt erklären nochmal mit dem Fressen. So richtig relle ich das nicht. Aber ich bin ja gerade auch voll, also das passt. Ha, unsere erste erfolgreiche Jagd. Sehr gut. Wie, das war's schon?
Irgendwas hat da nicht gestimmt. Na, guck mal, hab ich gefangen. Geschwisterchen. Kannst du mal sehen, sogar ich bin ein erfolgreicher Jäger. Oh, das sind Zeras, oder? Ich will noch nicht sterben. Ich glaube, das sind keine Kanus. Oh Gott, es geht los. Ja, die greifen an. 4 Stück sind das. Wir sollten rennen. Bleib mal hier im Busch. Oh oh. Da oben ist er. Gut, dass ich mich versteckt habe. Da sieht man ihn. Die letzten Sonnenstrahlen und wir wandern wieder dahin zurück, wo wir herkommen. Ich habe keine Ahnung, was der Plan ist. Ich verfolge die halt einfach nur, weil ich bei der Gruppe bleiben will. Aber ich glaube, wir haben 2 Erwachsene verloren. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch einen Erwachsenen. Oh nein, Mama oder Papa ist gestorben. Ah, jetzt habe ich den Erwachsenen in der Gruppe. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Oh, er hat den besiegt. Kallux. Crazy, gut. Schön. Sehr gut. Oh, jetzt werden mir auch die Diäten wieder angezeigt. Jetzt nicht mehr. Hä, ist das verbuggt oder was ist das? Oh Gott. Was macht er? Renn weg. Oh nein. Jetzt werde ich hier gehackt. Haben die mich erwischt? Nee, ich glaube nicht. Das sah aber so aus irgendwie. Aber der hat eine ganz, ganz komische Beschleunigung auch, der Kano. Es ist so ganz, ganz schwerfällig. Deswegen sah das so komisch aus, wie ich reagiert habe. Aber wenn er dann auf Touren ist, ist er, glaube ich, schnell. Gott, ist das schwierig. Ah, wir haben ihn, oder? Sehr gut. Wir haben was erlegt. Unseren ersten Zera oder was das ist. Oh, ein kleines Baby. Und es hat ewig gedauert. Aber der fühlt sich sehr, sehr seltsam an, wenn er so Haken schlagen muss und sowas. Aber jetzt haben wir unseren ersten Spielerkill auch. Bin ich aber nicht stolz drauf. Bisschen vielleicht. Ja, komm. Das ist ein Croc. Kallux? Was geht denn hier ab?
Geht's meinem Kollegen gut? Es ist ein Chaos. Ansonsten verlief die Nacht relativ ruhig. Wir haben aber auch viel Zeit damit verbracht, dass Kalok sich regenerieren konnte, weil er hatte von diesem Angriff schon einiges an Schaden bekommen. Und wir hatten das Glück, dass wir noch einen weiteren erwachsenen Kano in unsere Gruppe aufnehmen konnten. Dadurch waren wir dann zu dritt. Hab ihn. Oh mein Gott, das war gut. Was ist das denn hier für ein kleines Mini-Croc? Oh, die Babys kommen auch gleich, fressen alle. Wie süß. Ja, wir Kanus müssen zusammenhalten. Aber ich glaube, Kalux hat nur eine Mission. Kämpfen. Töten. Und da bin ich voll dabei. Jetzt mache ich mit. Wir können gleich noch einmal den Wachstumsstatus angucken, wenn wir im Busch sind. Fühle mich jetzt mittlerweile auch recht stark. Ja, 89%, nicht schlecht. Und wir brauchen dringend auch eine Diät wieder. Sonst kriegen wir, glaube ich, Debuffs. Das ist ein Zera, oder? Zwei Zeras. Ich bin gebissen auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wo sind die? Ist das der? Es war der. Ich war mir voll unsicher, deswegen habe ich nicht gebissen, weil er mich auch nicht angegriffen hat. Oh Gott, war das weird. Ich war völlig verwirrt. Ich tue mich gerade echt schwer zu unterscheiden, wer Freund und wer Feind ist, ein bisschen. Weil wir nicht in der Gruppe alle sind. Geh jetzt mit Kalux da wieder rein. Wir waren ja zu zweit, er meinte, er hat einen gekillt. Aber wo ist der Tote? Oh, sehr gut. Oh nein. Kalux! Nein, Kalux! Kalux! Warum nur? Nein, das war's mit Kalux. Kalux ist einfach gestorben, ey.
Wir haben es übrigens geschafft. 100%. Debbie, der Carnotaurus, ist ausgewachsen. Ich glaube, ich habe den einen abgewehrt, oder? Habe ich ihm Schaden gemacht? Ich hoffe nicht. Ich kann sowas nicht einschätzen. Aber ich habe den anscheinend nicht gekillt. Aber hier liegt Food. Das können wir uns jetzt absnacken hier. Wird uns hoffentlich helfen. Das ganze Essen ist halt da hinten, das bringt uns nicht viel. Was macht er denn jetzt? Chimp! Warum geht er denn zu den Stegos? Ach so, wir müssen auf die andere Seite. Oh Gott, was macht er denn? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, war das laggy. Aber wir haben ihn erlegt. Ich habe mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, durch den Fluss zu schwimmen. Weil ich wollte ungern wie Kalux enden. Deswegen bin ich einmal außen rum gegangen. Das hat ein bisschen länger gedauert. Dann war auch schon Nacht. Und als ich dort ankam, waren wieder ganz viele Kanus da an dem Ort. Also ganz viele kleine Kanus. Hat die mir Food erlegt. Oha. Ich mach mal nicht mit, ja. Ich hab noch ein bisschen Essen. Oha, hier sind Raptoren. Wie frech. Beißt er mich einfach in die Nase? Ich fass es nicht. Ja, wer ist denn jetzt hier der Raptor? Ach, ein Croc ist da. Ich checke gar nichts. Das ist so ein Gemetzel. Oh nein. Max hat sich die Knochen gebrochen. Wir müssen den Stego ablenken. Ich muss den Stego ablenken. Das macht mir echt viel Schaden, glaube ich, oder? Warum ist denn das so krass stark? Na, es geht. Es geht, es geht. Ja, das war alles so ein bisschen chaotisch in der Nacht. Aber zum Glück kam dann ein Server-Restart. Ja, der Server hat jetzt gerestartet. Wir haben wieder Tag. Das ist ganz angenehm. Aber dadurch haben wir Max verloren. Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Wir müssen halt jetzt noch was trinken und essen.
Ich würde fürs Trinken, glaube ich, einmal erstmal kurz weggehen. Zu dem Wasserfall. Alter, wie viel hält der aus? Oha. Okay, ich wollte schon sagen. Das war ganz schön knapp. Der war doch wesentlich kleiner als wir. Uiuiuiui. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber ich muss es mal riskieren. Ich habe ihn auch so schön umgehauen. Das war schon ganz nice. Mal ein bisschen was. Okay, dann ist ja alles gut, aber wir kriegen halt unsere Diät hier nicht. Zeras sind echt fies, weil die einem die ganze Diät immer abzwacken und auch das Food und so. Das könnt ihr mir auch nochmal richtig erklären in den Kommentaren, wie das funktioniert, dieses System. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Die Wildsau. Oh, da unten sind voll viele Wildsau. Guck mal. Das ist ein Wildsau-Paradies. Oha. Das ist voll gut für unsere Diät, oder? Aber drei Wildsäue. Das kommt ja wie gelegen. Aber ich bin jetzt übrigens auf mich allein gestellt. Alle anderen Kanus sind irgendwie verschwunden. Naja, dann ist es so. Oh, Peter ist noch da. Peter sieht dich. Wie ist der denn wieder in meine Gruppe gekommen? Das ist ja witzig. Okay. Peter ist mir ein treuer Ergebener. Der Tenno wird auch schon gecharged von den Raptoren. Das ist interessant. Stego kämpft halt mit den Raptoren, oder? Leider nicht gekillt bekommen, den Raptor. Peter umgerammt. Ups. Oh nein. Ich war gerade irgendwie verwirrt.
gehen durch dick und dünn. Er ist immer an meiner Seite, hat jetzt schon eine Kopfnuss von mir kassiert. New best friend. Oh yeah. Oh, Gully. Oh, hat ihn erwischt, oder? Schade. Schade, Peter. Sehr guter Versuch. Tja, das hast du davon, kleiner Raptor. Fast gar keinen Schaden gemacht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Debbie hat es geschafft. Debbie hat überlebt. Und falls ihr noch eine Folge von dem Kanotaurus Debbie sehen wollt, dann schreibt einmal Hashtag Kano in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Außerdem könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, welche andere Spezies ihr gerne mal noch in einem Video sehen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.